So, und da sind wir schon wieder. Ja, die letzte Folge ist dann abgestürzt, als ich auf den Button Kronen kaufen gegangen bin, weil ich mich mal einfach interessiert, was kostet das, so ein neues Gebiet freizuschalten? Ich meine, ich unterstütze ja die Spieleindustrie und ich wäre auch bereit, hier ein paar Euro zu bezahlen. Das muss ich auch ganz ehrlich sagen. Allerdings darf es nicht ausarten. Und außerdem werde ich auch noch nichts hier irgendwie für irgendwas bezahlen, solange ich nicht mal ordentlich ein bisschen gespielt habe und weiß, ja, ob es sich überhaupt lohnt, ob es sich genug Leute angucken und so weiter und so fort. Einhornweg, Golemturm. Da kann ich offensichtlich noch immer nicht hin. Na gut, dann gucken wir jetzt mal einfach, was sich hier noch alles befindet. Wer ist das denn? Baldur Guldpfot? Ich bin Baldur Guldpfot, ein Händler aus dem fernen Grizzleheim. Und ich bin neu in dieser Welt. Ich würde gerne Handelsbeziehungen zu den Händlern hier aufnehmen. Falls du Schatzsucher Finn triffst, so sprich mit ihm. Geh dann zu einem Goldkartenhändler und zu einem Möbelhändler. Ich wäre dir wirklich sehr dankbar, wenn du das, ja, das für mich tun machen. Könntest. Dann gehen wir mal zur Stadtmitte. Bei dem war ich ja eben schon. Aha, okay, okay. Das heißt, es wird sich gleich oder dann im Laufe des Spiels rauskristallisieren, wer welche Quests macht. Je nachdem, wie viel man bereit ist zu bezahlen. Hey da, junger Zauberer! Du erklärst, dass Baldur Guldpfot dich... Das ist klasse! Der alte Finn freut sich über jeden Handel mit den Bären. Sag Baldur, ich werde gern mit ihm Geschäfte machen. Bin ich denn hier überhaupt richtig? Harold Dingenskirchen ist doch in der Stadtmitte und nicht in der Bibliothek, oder? Muss ich doch zur Bibliothek? Weiß es nicht genau. Offensichtlich. Ach, er ist es. Hallo. Kann ich dir helfen? Du erzählst Herrn Argelston von den Handel... Oh, das klingt wunderbar. Ich handle nur zu gern Goldkarten mit Grizzleheim. Und jetzt ich in dem... Ich frage mich, ob wir auch ein Bibliotheksaustauschprogramm... Das Kaufmannsviertel. Das ist natürlich sehr geschickt. Sehr geschickt. Muss ich doch wirklich zugeben. Hier mit den Bezahlen für bestimmte Bereiche. Naja. Aber ich kenne mich nicht so aus mit Rollen... mit Online... Rollenspielen oder Online-Spielen allgemein. So dass ich gar nicht weiß, ob das der übliche Usus ist, ob das Usus ist, sowas zu machen. Elix-Klippe? Nee, da sollte ich doch nicht. Doch! Willkommen in meinem Laden, junger Zauber. Du erzählst Herrn... Oh, das ist großartig. Ich habe Mobiliar aus der ganzen Spirale im Angebot. Wenn noch Importe aus Grizzleheim dazukommen, wird das mit Sicherheit gut fürs Geschäft sein. Was ist das denn? Ach, das ist eine Figur, die man sich hinstellen kann. Interessant, aber brauche ich nicht. Im Moment brauche ich so einen Tinnef nicht. So, und jetzt zum... Ach, wieder zum Baldur. Guldpfot. Ist eine kleine Quest. Ohne Kämpfen. Ja, ich bin aber wirklich gespannt, wo uns das hier alles noch hinführt. Dum-di-dum, dum-dum-dum-dum, dum-dum. Hast du die drei Händler von... Ja. Gut. Du hast zwei Welten. Du hast die Händler dazu gebracht, mit meiner Welt Handel zu treiben. Würdest du mit mir einen Abstecher in meine Heimat Grizzleheim machen? Sprich doch mit den Händlern in Grizzleheim. Sprich in Grizzleheim mit Rhein Stormfront, Vida Sölverstreng und dein Guldmarker. Sag ihnen, dass ich dich geschickt habe, um von den neuen Handelspartnern zu berichten. Ach, jetzt bin ich in Grizzleheim, wa? Hier gibt's auch noch Quests und alles. Du liebe Güte. Wo sind wir denn hier gelandet? Du
siehst aus, als könntest du einen neuen Runenring gebrauchen. Bevor er dir etwas verkaufen kann. Das klingt großartig. Ich bin dabei. Du solltest zu Baldur zurückgehen und ihm sagen, dass wir den Handel mit Wizard City unterstützen. Du da! Wie wäre es mit einer neuen Runenring? Du erklärst, du seist nicht gekommen. Bla bla bla. Handel mit Wizard City? Das lässt sich machen. Ich werde allerdings meinen Bestand um ein paar... Willkommen, Fremdling! Du erklärst, dass du aus Wizard... Das ist in Ordnung! Ich handle mit jedem, der Gold in der Tasche hat! So. Baldur Guldpfot. Was ist das, eine Regenbogenbrücke? Das gefällt mir aber. Baldur Guldpfot. Sie sind also dabei, ja? Gute Neuigkeiten. Es war eine Freude mit dir. Zwar kannst du nicht sofort nach Grizzleheim zurückkehren, aber bei deinem nächsten Besuch wird man dich herzlich empfangen. Für eine Rückkehr musst du mindestens Stufe 20 sein. Ach so. Na gut. Tja, und in den Zyklopenweg kann ich ja leider nicht. Finde ich ein bisschen schade. Was haben wir denn hier noch so an Quests? Golemturm. Muss ich schon wieder zu ihr für 5 EPs? Also, das ist irgendwie ein bisschen erhalbern. Hast du nicht noch ein paar andere Aufgaben für mich? Susi Greifenritt in der Tritonenstraße bittet um Hilfe. Nur leider sind wir wegen des ganzen Trubels in Wizard City unterbesetzt. Ich glaube, ihr Bruder wird vermisst. Kannst du ihr zu Hilfe kommen? Einer meiner Stadtwachen. Ich kann niemanden entbehren. Aber vielleicht würdest du mal für mich nachsehen. Er ist in der Feuerkatzenallee. So, was wollte ich jetzt machen? Erstmal in die Tritonenstraße. So. Tritonenstraße. Ach, da muss ich doch bestimmt auch wieder Geld bezahlen, oder? Wetten. Wetten, liebe Leute. Nein, muss ich nicht. Huch. Oh, da sind ja Monster. Was haben wir denn hier? Rang 1. Elite. Na komm, beteiligen wir uns mal dran. Au! Au! Komme ich auch noch dran. Danke. Lara Goldstein, Retterin der Spirale. Was für eine Spirale zum Teufel. Abenteuerhelm? Abenteuerhelm. Plus 2% Dingenskirchen. Na gut, das sehen wir uns dann an, wenn es soweit ist. Was auch immer diese Aussage jetzt gerade bedeutete. Spukgehilfe. Ach, die sind aber harmlos, oder? Kleine Dusche gefährlich. Susi Greifenritt. Ich freue mich, dass du gekommen bist. Ich habe versucht, Hilfe zu bekommen, aber die Stadtwachen sind wegen der Bank. Du kommst vom Schulleiter? Gut, mein Bruder und ich können Hilfe gebrauchen. Wir versuchen, die Untoten aufzuhalten, die das Tor der Mein Bruder Arthur ist vorgegangen, um die Spukhöhle auszuspähen. Er meint, dass sich die treibende Kraft im Inneren befindet. Könntest du nach meinem Bruder sehen? Er sollte noch nicht zu tief in die Spukhöhle vorgedrungen sein. Vielleicht hat er die dunkle Macht entdeckt, die für den Ärger in Wizard City verantwortlich ist. Okay, machen wir mal. Oh, 500. Da muss ich ja ganz schön weit unterwegs sein jetzt. Scheint doch. Was ist das denn?
Wow. Vier Fellemühle. Bin ich denn hier? Echt interesting, was? Es ist schön, jemand Neues zu sehen. Die Untoten haben Krähen mitgebracht, die unsere Pflanzen ruinieren. Wir müssen ein paar Vogelscheuchen. Zuerst brauchen wir etwas Stoff, um die Vogelscheuche auszustaffieren. Diesen Stoff bekommst du von Scharlachrufern. Könntest du etwas Stoff beschaffen? Scharlachrufer. Okay. Faulfutterrang 2. Oh oh. Ob ich mich damit schon messen kann? Was haben wir denn hier? Vielleicht sollte ich es einfach mal... Ach, guck mal, da ist ein Scharlachrufer. Rang 2. Das heißt, da geht schon mehr ab jetzt. Ja, unseren Freund. Nicht zu vergessen. Besiegt! Yeah! Klargeist-Goldkarte? Was ist das denn schon wieder? Leute, das ist so komplex, echt. Wahrscheinlich lacht ihr. Was bedeutet das denn? Klagegeist, nicht Klargeist. Naja, werde ich wohl auch noch herausfinden, wofür das gut ist. Faulfutter. Ne, Faulfutter will ich nicht. Ich möchte, wie heißt denn die? Jetzt habe ich schon wieder vergessen. Ich muss auf jeden Fall diese Tritonhöhle grundsätzlich mal erkunden. Scharlachrufer, genau. Das sind sie. Hier treiben sie sich auch hauptsächlich rum. Hauptberuflich. Hier. Hallo? Warum muss ich denn jetzt gegen Faulfutter kämpfen? Mist. Ich wollte gegen Scharlachrufer kämpfen. Mist. Ach Mist, der ist ja selber Blitz. Oh, dann wird ihm das bestimmt nicht viel anhaben. Mist! Oh, 115. Komm, jetzt aber. Jetzt mach ihn mal kaputt. Ja, Stufe 2 ist schon wieder was schwerer, ne? Ich sollte mich mal auffüllen, habe aber nichts. Ich habe nichts zum Auffüllen. Scheiße. Was mache ich denn jetzt? Ist das jetzt totaler Zufall, wann ich meine Karten bekomme oder was? Ja, Gott sei Dank. Trotzdem ist mir ganz schön Energieflöten gegangen. Also schnell hier mal hin. 128. Ist ja schon mal etwas. Und dann füllen wir uns erstmal noch
woanders auf, bevor ich hier weiter einen auf dicke Hose mache. Ja, ja. Scheiße, ich bin noch am Wegesrand. Na gut. Mädchen, mach dich bereit. Hä? Ach, da ist eine Elfe. Na, ja, toll. Jetzt. Oh, ist die hartnäckig. Was ist das denn? 180? Ist die wahnsinnig geworden? Warum kann ich denn verdammt nochmal keine Elfe nehmen? Verstehe ich nicht. Ich verstehe das nicht. Schnell weg, schnell weg, schnell weg. Ja. Warum konnte ich denn jetzt diese Elfen nicht benutzen? Hm. Was habe ich denn da? Aschgrauer Umhang. Stufe 5 plus. Feuerhageltracht. Plus 3 Angrifffeuer. Nee. Kann ich gerade nicht gebrauchen. Da hinten ist noch was. So. Ach, wir müssen die Folge auch langsam beenden. Egal, das mache ich jetzt gerade noch kaputt, das Vieh. Hoffe ich doch. Ich glaube, bei Final Fantasy ist es so, je nachdem, wie oft man die Zauber einsetzt, desto höher steigen die. Plus 25%. Was bedeutet das? Ist das nicht positiv, was sie jetzt mit mir gemacht hat? Verpatzt. Sehr gut. Da haben wir doch nichts gegen, oder? Bye bye. Ziel erreicht. Besorge Tuch. Ja. Jetzt noch ein paar blaue wären vielleicht nicht schlecht. Aber ich sehe hier gerade keinen rumlaufen, rumfliegen. Also ab in die Spukhöhle. In der nächsten Folge aber erst. Tschüss.